Ministerwechsel während der laufenden Legislatur, eine Kreisreform, die hoch umstritten ist, Wahlergebnisse für SPD und Linke im Land, die die Verantwortlichen nervös machen müssen, die AfD als zweitstärkste Kraft im Land. Ja, es sind bewegte Tage. Wir sehen das hier bei uns. Die politischen Nachbeben der Bundestagswahl, die haben hier bei uns in Brandenburg voll eingeschlagen. Die CDU sieht sogar Zeit für Neuwahlen im Land gekommen. Thomas Bittner berichtet. Diese bunten Balken rütteln so einiges durcheinander. Parteien und Politiker werden nervös. Erst gestern Abend kam mitten aus der SPD der Vorschlag, die Kreisreform um Jahre zu verschieben. Wenn man wollte, eine Kreisgebietsreform für Brandenburg, die ja zu besseren Strukturen und zur Zukunftsfähigkeit eines sich gleichmäßig entwickelnden Landes führen soll, wenn man diese um 5 Jahre verschiebt, fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie, in welcher Konstellation das alles nochmal auf den Tisch kommt. Hinter verschlossenen Türen diskutierte die SPD-Fraktion heute. Ergebnis? Nein, es hat sich niemand geäußert in der SPD-Landtagsfraktion, dem Reformvorhaben im Parlament entgegenzutreten. Aber der Koalitionspartner war irritiert. Ich bin dagegen, jetzt so zu tun, als wenn das Absagen der Verwaltungsstrukturreform das politische Klima im Land Brandenburg gravierend verändern würde. Unter der Maßgabe, ihr müsst nur AfD wählen, dann verändert sich etwas. Die ungeliebte Reform, bei der aus 14 Kreisen 11 werden sollen und 3 kreisfreie Städte ihren Status verlieren, hat wenig Anhänger. In den Kreisverwaltungen rebellieren auch Sozialdemokraten. Die Opposition spürt schon länger den wachsenden Unwillen. Bei uns hat sich auch schon vor dieser Bundestagswahl so doch etwas der Verdacht breit gemacht, dass diese rot-rote Landesregierung nicht mehr die Kraft haben wird, ihr eigentliches Projekt zu Ende zu bringen. Für die CDU sind Rücktritte und Rückzugsgefechte bei der SPD Anlass für eine radikale Forderung. Die Regierung Woidke ist nicht mehr handlungsfähig. Sie ist nicht mehr in der Lage, die dringenden Aufgaben in diesem Land zu lösen, die ich gerade angesprochen habe. Und deswegen ist aus unserer Sicht der Zeitpunkt gekommen, wo der Ministerpräsident Dietmar Woidke den Weg freimachen sollte für Neuwahlen in Brandenburg. Wir als CDU wären bereit. Aber ob die Union das wirklich will? Das Wahlergebnis vom Sonntag würde Brandenburg fast unregierbar machen. Es würde weder für Schwarz-Rot reichen, noch für Rot-Rot, Rot-Rot-Grün, Jamaika oder die Ampel.